Yo, Peace, Leute, und willkommen zum 11. Part von Murdered Soul Suspect. Wir müssen jetzt hier rauskommen, da sind so ein paar Dämonen. Naja, ist ja alles kein Problem. Wenn da nicht noch einer wäre, der gerade da rumschlawinert. Wenn der weg wäre, wäre alles locker easy, ne? So, der ist jetzt weg. Jetzt könnten wir vielleicht... So, und dann den vernichten, ja. Sehr gut. Jetzt sind da hinten noch zwei. Die sind jetzt natürlich alle auf einem Fleck. Warum musstest du dich umdrehen? In dem Moment, wo ich dich attackieren wollte. Das sind durch zwei, die nach mir suchen. Das ist relativ doof. Weil wir dann nur drei Verstecke waren. Relativ doof. Könnt ihr bitte aufhören, mich zu suchen? Danke. Es wäre die Möglichkeit, den einen da... Warum konnte ich ihn jetzt nicht vernichten? Fragen über Fragen. Vielleicht war da ein Gitter dazwischen, aber... Trotzdem ein bisschen doof. So, wenn es nur eine ist, habe ich es natürlich ein bisschen leichter, mich hier rumzubewegen. Okay. So, jetzt sind die wieder beide auf einem Haufen. Könnte ich auch versuchen, einfach an dir vorbeizugehen. Nur glaube ich nicht, dass das so wirklich klappt. Genau, dreh du dich mal weg. Das wäre sehr, sehr angenehm. Jetzt geht's, okay. Und weg mit dir. Sehr gut, jetzt haben wir nur noch den da vor uns. Der uns entdeckt hat, okay. Ist kein Problem. So, genau. Das ist relativ easy, wenn wir hier so drei nebeneinander stehen, dann... Kann man immer schön smooth durchgehen, durch alle. Dann denke ich sich, wo ist der hin? Und dann ist er schon wieder weg. Okay, da hinten wäre auch eine Krähe. Mit der wir ihn theoretisch ablenken könnten. Aber müssen wir gar nicht, wenn wir einfach an ihn rankommen. Sehr gut. Wunderbar, wunderbar. Ich weiß zwar noch nicht, wo es rausgeht, wahrscheinlich hier. Ja, das sieht doch super aus hier. Und da war es wieder der Zug, ne? Der scheint aber nicht mehr zu fahren. Okay, das ist cool. Wahrscheinlich wäre es auch irgendwo anders, hätten wir vielleicht auch raus können, hätten wir nur noch eine... Ich hab gerade eine SMS gekriegt. Hast du gehört, dass gerade noch was passiert ist? Was denn? Schlimmes. Jemand hat mir von einem Mord erzählt. Noch einer? Nein, das ist gerade eben erst passiert. Die Polizei flippt völlig aus. Keine Ahnung. Klingt aber ernst. Okay, irgendwas ist anscheinend nochmal passiert. Irgendwas ist passiert, das heißt, allerhöchste Eisenbahn. Raus hier. Wenn wir denn hier rauskommen würden. Wo war denn hier der Ausgang? Hier kann ich auch durch. Könntest du nicht mal kurz das Fenster da aufmachen? Ey, dann könnte ich da einfach viel schneller durch, aber nein. Sich zu sein. Hast du gehört, so, was der Typ gesagt hat? In St. Benedict ist gerade etwas schrecklich. In St. Benedict? Was ist St. Benedict? Ist das die Kirche? Dankeschön fürs Türmachen. Wozu die Eile, Jungs? Ja, wahrscheinlich zum St. Benedict. Oder könnte auch ein Krankenhaus sein. Aber es ist wohl die Kirche, wenn da schon die Kamera so ein bisschen hinschwenkt. Und... Wie hieß sie, Iris? War noch in der Kirche und Joy ist ja auch in Richtung Kirche gegangen. Weißer Bildschirm. Heißt, das ist nicht so gut. Ja, Kirche, genau. Sammeln. Okay, dann würde ich mal sagen, schnurstracks zur Kirche, was? Oh, oh.
Das klingt alles nicht so gut. Immerhin ist die Kirche sehr, sehr nah. Aber das ist gar nicht die Kirche, es sieht aus wie die Kirche. Das kann ich wahrscheinlich entfernen, oder? Yep. Okay, dann kann ich zwar hier rein, aber kann hier von hier aus nicht mehr raus. Aber hier ist was zum Sammeln. Nimm es. Unsere kleine Stadt. Ah, hier ist auch noch was. Mitnehmen natürlich. Oder können wir uns da durchteleportieren? Nee, wahrscheinlich nicht was. Nee. Okay, dann müssen wir einen anderen Weg finden Richtung Kirche. Vielleicht einfach hier der normalen Straße folgen wäre vielleicht mal ganz sinnvoll. Wer weiß. Da ist auch eine Wand, aber hier können wir durch. Sehr gut. So was zum Enthüllen. Nimm es mit. Wo mich das Spiel immer hinschickt. Gib mir doch einfach den Punkt, wo ich zur Kirche komme. Und nicht erst 20 davor. Salem fühlt sich gefährlich an. Ja, ich meine, du wurdest ermordet, haben wir jetzt auch rausgefunden. Ne? Ich habe ja gefragt erst vor ein paar Parts, wie denn unsere Frau gestorben ist. Jetzt wissen wir es, seit dem letzten Part, dass sie ermordet wurde. Aber es scheint schon Jahre her, 3 Jahre hat er ja gesagt, also wahrscheinlich nicht vom Glockenmörder oder so. Das war irgendwie Ironie des Schicksals, wenn wir beide vom Glockenmörder ermordet worden wären. Gut, dass es hier nicht lang geht. Ein bisschen unübersichtlich manchmal hier, wo ich hier lang kann, wo ich hier lang muss, wo ich hier lang soll. Kann ich mich hier durchschlawinern irgendwie? Ups. Nee, kann ich nicht. Warum kann man sich hier nirgends durchschlawinern? Wozu habe ich das teleportieren denn? Nope, geht nicht. Okay. Dann gucken wir mal hier lang, ob es hier weitergeht. Sieht gut aus. Sieht mir aus wie eine normale Straße. Und immer den normalen Straßen folgen. Das glaube ich jetzt so meine Devise, weil alle Wege führen zur Kirche, sagt man ja auch immer. Nicht alle Wege führen nach Rom. Zah, Blödsinn. Geschwätz. Alle Wege führen zur Kirche. Ja, nur nicht der hier. Warum darf ich da nicht hoch? Warum darf ich dort nicht hoch? Ist die Frage. Darf ich aber hier rum? Geht's hier? Ich bin jetzt hier komplett falsch. Nein, nein, nein. Oh Gott, Wegfindung. Ist gleich null. Kann ich das nicht einfach entfernen oder so? Nee, leider nicht. Auch hier kann ich nicht hoch. Warum kann man nirgends hoch? Das Teleportieren war einmal sinnvoll in dem Bereich, wo man es eben bekommen hat, aber ansonsten hier durch den Nebengang vielleicht. Von wegen immer der Straße folgen. Aber da führt mich ja auch gerade das hier hin. Okay. Okay, die Kirche ist doch nicht relativ nah. Die ist sehr, sehr weit weg. Die Geistererscheinung hier überall. Die aber einfach wieder verschwinden. Schade, ich gehe mal jemand zum Reden. Hier gibt's auch. Das ist das Ding, in der Stadt gibt's auch überall Sachen zum Verstecken. Ich habe immer irgendwie das Gefühl, dass hier irgendwann alles voll Dämonen ist. Oder es ist eben nur da, damit man denkt, vielleicht irgendwann ist alles voll Dämonen. So kommt man auch relativ schnell voran, wenn da so 4 in einer Reihe stehen. Kirche, ja, ist tatsächlich St. Benedikt's, also kein Krankenhaus oder sowas. Es ist die Kirche, wie meine erste Vermutung auch war. Cops und Kriminelle gewöhnen sich an die Blaulichter. Und trotzdem können sie einem manchmal noch Schauer über den Rücken jagen. Du könntest glatt das Gefühl kriegen, diesmal sind sie hinter dir her. Nein, hinter dir wohl eher nicht als Geist, aber selbst SWAT-Team ist da. Aber hier muss irgendwas Krasses abgegangen sein. Oh! Dann bist du okay. Immerhin. Nein, nein, Joy, Joy, nicht! Verflucht. Aber sie lässt die Tür offen, immerhin. Das heißt, wir können da schön rein. Lieutenant? Hab sie erwischt, als sie hier rumschlich, sagt sie seine Freundin des Priesters. Wo ist Pater McCauley? Geht's ihm gut? Setz sie in mein Auto. Ich will sie selbst befragen. Und erinnere Broyles daran, dass die Tür sich nicht von allein bewacht. Ja, Sir. Das war eine einfache Frage, bitte. Sei nicht so hart zu ihr. Ja, wenn er dich nur hören könnte. Hat schon jemand Baxter gefunden? Nein. Wir haben im Revier nachgesehen, waren bei ihm zu Hause. Gar nichts. Da stimmt doch irgendwas nicht. Ja, der Verdacht verdichtet sich immer mehr auf Baxter. Hast du so etwas schon mal gesehen? Ne? Das alles ist mir ein verdammtes Rätsel. Ich weiß nicht. Es wirkt alles so wahnsinnig. Ja. Wahnsinnig. Ich muss den Tatort finden, bevor sie die ganzen Beweise wegschaffen. Na,
irgendjemand hier drin. Finde heraus, was in der Kirche passiert ist. Joy und Iris sind in der Kirche. Ich muss sicherstellen, dass es ihnen gut geht. Ja, Joy geht's gut. Soweit wir das mitbekommen haben. Oh. Hi. Hier war doch aber auch eine Krähe, ne? Ne, die ist jetzt nicht mehr da. War nur letztes Mal da. Der, genau, der läuft jetzt wieder in die Richtung. Oh, hier sind sogar drei. Warum werden sie gerade nicht markiert? Weil ich sie alle sehe? Keine Ahnung. Wenn ich hier versteckt bin, laufen die dann auch einfach an mir vorbei oder so? Jetzt wird zumindest der eine wieder markiert. Ich könnte kurz den hier vernichten. Der daneben hat mich, glaube ich, gesehen. Ja, egal, nicht so schlimm. Sache, wir haben den einen mal. Schon mal weg. Ja, das ist ein bisschen blöd, weil da hinten sehe ich irgendwie keinen. Okay, aber es juckt's auch nicht, wenn ich dann die Krähe mache. Das juckt sie relativ wenig. Hier gibt es nur so wenige, nur in dem Bereich hier hinten. Jetzt komme ich zum Beispiel gar nicht mehr weg, weil es da keine mehr gibt. Das ist doch scheiße. Und wenn alle zwei dich auf dem Kieker haben, dann ist es richtig kacke. Ich verstecke mich ja schon nach ihnen. Brauchst du mir nicht immer den Tipp geben? Dann hätte ich gern mehr Verstecke. Guck mal, da komme ich jetzt gar nicht mehr hin, weil der... Ach Mann, weil der im Weg steht. Da hinten gibt es gar keinen. Das ist ja richtig scheiße. Oh. Hatten wir mal kurz einen Red Screen. Könnt ihr bitte kurz aufhören, mich zu suchen? Das wäre sehr nett. Lassen Sie mich jetzt? So, du gehst jetzt schon weg. Der ist jetzt nämlich auf die Krähe gegangen. Egal. Iron Man komme ich ja wohl noch. Trotz, dass es hier relativ wenige von diesen Geistersilhouetten gibt. Ich mach schon mal das hier, dass er danach vielleicht direkt dahin geht. Genau, macht er. Wunderbar. Genauso blöd wie dein Kollege gerade. Weg da. So. Jetzt habe ich immer meine Ruhe. Wir sollen den Tatort finden. Wo ist der Tatort? Ja, wunderbar. Wollte doch gerade sagen, gibt es bestimmt was zum Rumgeistern. Dann können wir schön ihn rein. Dem Kerl ist nichts heilig. Nicht mal eine Kirche. Also es handelt sich wohl um einen Glockenmord, schätze ich jetzt einfach mal. Was ist das? Na los. Okay, sieht aus wie da, im Garten. Garten, in Anführungszeichen natürlich, in diesem Hof hier. Iris. Fuck. Iris? Er hat sie also geholt. Also er hat sie also im Nachhinein noch geholt. Die Iris. Alles gucken wir da. Zu Tode gequetscht. Felsbrocken? Ne, dann Steine der Statue. Er muss nicht immer rausgehen. Steine der Statue. Zu Tode gequetscht haben wir ja schon. Und improvisierte Waffe, würde ich jetzt einfach mal sagen, was? Alter, der kann die ganze Statue um... What the fuck? Ich kann jetzt die Ermittlung gleich abschließen. Wahrscheinlich kriegen wir die Hinweise dann auch später, ja? Oh.
fällt mit einer Leichtigkeit so ein riesen Brocken hoch. Wenn sie in der Klinik geblieben wäre, würde sie jetzt noch leben. Na, das weißt du nicht. Halte nicht zu stark an dem fest, was dich hier hält. Ja, doch mal, du wollte sie wohl unbedingt haben. Es war nicht deine Schuld. Es tut mir leid. Und jetzt können die zwei vereint aufsteigen in das nächste Reich, was auch immer danach kommen mag. Was hat er hier noch getan? Gute Frage. Und da er schon da oben aufs Fenster gezeigt hat, kann ich mich da bestimmt rein teleportieren? Natürlich nicht. Das Teleportieren, ey. Ich wünsche mir echt, es wäre sinnvoller. Und wo? Dann sehen können wir das noch. Hohe Gewalt, ja. Allerdings. Ich kann mich da wirklich nicht rein teleportieren? Das ist doch kacke. Warum denn nicht? Aber ich soll wohl wieder nach oben. Letztes Mal muss ich mit der Katze hoch, ne? Wahrscheinlich muss ich das... Ich glaube nicht, dass hier jetzt noch eine Katze rumgeistert, oder? Aber wie komme ich sonst hoch? Aber stimmt, da draußen war auch so ein Gerüst und so. Da bin ich ja mit der Katze hoch. Kann ich das jetzt wenigstens mich da hoch teleportieren? Na verdammt, wo war die offene Tür? Ach verdammt! Auf der anderen Seite, glaube ich. Genau, und hier müsste genau die Tür offen sein. Hier war doch so, oder irgendwas so gerüstartiges. Ja, genau hier. Na toll! Da kann ich mich hoch teleportieren. Kannst du da nicht hochkraxeln? Komm ich von hier irgendwo hin? Auf die Statue drauf. Ist doch cool, nee. Das Teleportieren finde ich eigentlich ein bisschen, also das hätte man ruhig öfters mal, also dass man es öfters einsetzen kann, sinnvoll. Nur leider funktioniert das nicht. Man kann es irgendwie nie einsetzen, habe ich das Gefühl. Jetzt die Frage, wie kommen wir da hoch, wenn ich mich teleportiere? Also hier wird ganz sicher keine Katze mehr rumeiern, oder? Das kannst du da nicht hochkraxeln, Ronan! Wir können nicht da drauf, wir können nicht auf das Dach. Wir können wahrscheinlich nicht hier rein, nee. Das Dach können wir auch. Also ich hätte mir echt gewünscht, dass Teleportieren öfters mal sinnvoll ist. Kann ich eigentlich rein durch die Tür? Nee, das auch nicht. So, wie kommen wir jetzt hoch? Ich hole mir noch ein bisschen um. Vielleicht gibt es ja eine Katze oder so, die hier noch rum. Oh, oder die Treppe einfach nehmen. Warum konnte ich die letztes Mal nicht nehmen? Vielleicht war es abgesperrt oder so. Ich weiß es nicht. Oder zu oder so. Oh, da wurde wohl eine Hochzeit gesprengt. Hatte die alle umgebracht? Alter. Fallend, ja. Braucht Hilfe und ängstlich. Da ist sie weggerannt. Okay, Iris flüchtet. Der Bräutigam. Dein Bein ist verdreht. Verdrängtes Opfer. Und die Frau. Fluchtweg. Ja, da ist sie wohl rausgejumpt. Überwältigt der Koch. Wahrscheinlich. Ich schätze mal, dass der Koch ist. Drüben vielleicht noch was. Können Sie mich hören? Sie haben einfach aufgehört zu reden. Wie kann einer sowas tun? Okay, ich denke, ich muss bei ihr einfach beeinflussen. Wir haben noch lange nicht alle, uns fehlen noch zwei. Also wenn mir einer fehlt, ist das was anderes. Da können wir noch was Glassplitter. Zerstört. Ich muss zerstören. Ja. Hier können wir durch, aber hier ist wahrscheinlich nichts. Der hat den Tisch einfach umgeworfen, Alter. Das ist der Typ. Muss schon relativ stark sein. Gründe für den Mord an ihn denken. Was würde sie an die Gründe für den Mord an ihn denken lassen? Die Opfer. Iris. Ja, Iris flüchtet. Das Glas. Iris flüchtet, ja. Das Mädchen ist weggelaufen. Auf sie hat er es abgesehen. Nicht auf uns. Das stimmt wohl. So, jetzt kann ich mit ihm auch abschließen.
wenn uns eigentlich mehr zählt, egal. Das Bild machen. Wir müssen jetzt zum Empfang. Kommt alle her. Hey, ist sie okay? Ist schon gut. Ist schon gut. Alles in Ordnung. Lass mich los. Lass mich los. Er ist hier. Hören Sie, Sie sollen verschwinden. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Abgesehen. Ob es in Joys Zimmer noch mehr Beweise gibt. Aber der Typ ist doch übermenschlich. Guck mal, wie weit er den Typen da geboxt hat. Der hat einfach darüber geboxt, von der Tür aus. Also. What the fuck? Der ist schon. Also, es wirkt übernatürlich irgendwie. Also, wirkt halt unmenschlich stark. Zuflucht. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Wir machen im nächsten Part weiter und gehen dann in Joys Zimmer. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Schaut in die Playlisten auf den Kanal, wenn ihr Bock auf mehr habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part auf diesem Klos hier wieder. Peace up und haut da rein.